Auch in den USA ist die Welt gerade im Umbruch. Wir schauen mal, was in San Diego so los ist. Blazing World, welche Brauerei das braut, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, Viren haben euch bis jetzt in jeglicher Form verschont und ihr seid gesund und munter und könnt mir zuschauen bei einem neuen Video aus Kalifornien. Oder das Bier kommt zumindest aus Kalifornien. Ich bin selber nicht in Kalifornien, da wäre ich gerne, aber das ist sich leider nicht ausgegangen. Wir schauen mal wieder zu Modern Times, Blazing World. Und es ist gesagt worden, ein Dank Nelson IPA. Und wenn Nelson draufsteht, dann heißt das nicht automatisch, dass nur Nelson Sauvin drin ist. Ist in dem Fall aber drin. Sondern es ist auch Mosaik und Simcoe. Und zwar in exzessiven Mengen, wie Modern Times selber schreibt. Es sind 60 Bittereinheiten dabei rausgekommen. Eine Gravity von 10-10. Keine Ahnung. Muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, habe ich nicht umgerechnet. Münchner Malz ist drin, Weizenmalz ist drin, Gerstenmalz ist drin. Ist ja Münchner Malz. Okay, gut. Heute nicht mein Tag, ich merke das schon. Aber möglicherweise wird es dieses Bier sein und es soll fruchtig und bitter sein und mich auf sämtliche 6,8 Volumenprozent Alkohol. Ich habe den Alkohol noch vergessen. Es wird ein bisschen ein Chaos heute sein, aber komm. Ich glaube, da haben wir alle ein bisschen Verständnis für schwierige Zeiten. Und wir haben ein schönes, goldenes Bier, nahezu ungetrübt. Ein ganz leichter Schimmer ist noch drauf, kräftiger weißer Schaum, der sehr schön am Glas hängt, aber nicht zu kompakt ist. Ein bisschen Kohlensäure innen drin zu sehen. Und dann... Hoi! Also, wir haben zwei Seiten, die wir jetzt gerade riechen, oder die ich gerade rieche. Wir haben auf der einen Seite so ein bisschen Pinie, grasigen Hopfen, so eine leicht harzigen Noten. Und auf der anderen Seite fruchtig, Ananas, tropische Frucht, so in diese Richtung. Nicht zu intensiv, muss ich ganz ehrlich gesagt auch sagen. Ich habe jetzt bei exzessiven Mengen Nelson Sauvin, Mosaik, Simcoe, da hätte ich jetzt gedacht, ein bisschen mehr passiert in der Nase. Also, immer in Relation sehen. Aber, cheers! Boah. Pinie satt. Wirklich Pinie satt. Ganz leicht ein bisschen Karamellnoten mit dabei. Und ansonsten ist das so ein bisschen brotiges Malz. Grapefrucht, Orange, tropische Frucht, aber nicht zu intensiv. Und es hat eher so diese Dank-Note, dieses, steht ja auch draußen drauf, glaube ich, Dank Nelson. Und das war so ein bisschen so an Cannabis-Pflanzen, Hanfpflanzen erinnert. Das spürt man hier bei dem Bier tatsächlich sehr intensiv. Auch wenig Restsüße. Angenehmer Mund, sehr trocken und hat einen schönen mittleren Körper. Auch die Kohlensäure ist schön im mittleren Bereich angesiedelt. Ist ein Bier, was eher eine sanfte Textur hat, was tatsächlich so ein bisschen davon lebt, dass es A, diese hohe Restsüße hat und B, tatsächlich diese Dank-Noten hat. Und hinten kommt der Nelson Sauvin dann richtig schön im Nachtrunk nochmal raus. Bisschen so leicht weißweintraubige Noten, aber es wird grundsätzlich viel, viel trockener und so richtig, es zieht so richtig und trocken, bitter und hängt halt wirklich lange nach. Herzigkeit nicht zu übertrieben. Ein tolles IPA, was mal wieder eigene Wege geht und weg von diesen Hazy-Geschichten. Muss nicht West Coast, East Coast, sondern hey, wir haben einfach mal eine eigene Idee
Und Blazing World von Modern Times, sehr schön umgesetzt, tolles IPA, ohne Schnick und Schnack, aber trotzdem, wie gesagt, mit eigenem Charakter. Und deshalb gibt es von ProbierTV 4,5 Punkte für das Modern Times Blazing World. So, jetzt haben wir es. Heute ein bisschen Chaos bei mir, aber das muss auch mal sein, darf auch mal sein. Aber ein gutes Bier, muss ich sagen. Richtig, richtig gutes Bier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Modern Times sowieso eine der Brauereien, wo ich nicht Schlange stehen würde für, aber da zögere ich nicht zweimal, wenn ich das Bier bei irgendeinem Händler kaufen kann. Tolle Brauerei, kann man ziemlich blind die Biere verkosten. Nelson Server, Blazing World, ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, 4,5 Punkte, ich glaube, darüber können wir noch ein bisschen diskutieren. Wenn ihr vielleicht auch Bezugsquellen sind immer wichtig für Modern Times Biere habt oder andere amerikanische Biere, die vielleicht so ein bisschen auch abseits der eingetretenen Pfade sind, bin ich sehr, sehr dankbar für eure Tipps. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.